Montagmorgen, 20 vor 7. Für die meisten Leute ist das der Anfang der Woche. Für mich und meine Kollegen der A-Schicht. Der letzte Tag unserer Schicht. Ja, heute Abend gibt es das Barbecue, das Company Barbecue. Es ist bewölkt. Und 18 Grad. Und so, ob ich heute fliege, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Kann sein. Kann auch nicht sein. 50-50. Copter 59 ist still down. Vielleicht ist es auch ab. Und von daher hält man dann die alle in den Helikopter. Ja, mal gucken, wie viele Passagiere reinkommen. Gestern waren es ja ein paar mehr als vor 2 Tagen. Aber wie gesagt, Montag. Man weiß es nicht. Ja, einige von uns, die machen vielleicht eine Kohle da an Trinkgeld. Ich weiß nicht, was die anders machen. Aber ja, man sieht, ein Drittel mindestens meiner Passagiere, die mögen keinen Deutschen. Habe ich das Gefühl. Also, aber ist mir auch egal. So, wie ich morgen nach Hause komme, weiß ich noch nicht. Ich habe mich zweimal gelistet. Ob ich dann trotzdem im Auto fahre, weil das Auto unbedingt repariert werden muss. Also das hat jetzt nicht nur, also wenn es kalt ist, hat es keine Probleme. Wenn es warm ist, macht es plötzlich mehr Probleme. Also das habe ich überhaupt nicht. Es macht noch weniger Sinn. Ergibt weniger Sinn als alles andere bisher. So, Pilotenmeeting beginnt genau jetzt. So, letzte Arbeitssache. So, dreimal geflogen. Nur, mehr oder weniger, weil der erste Flug, der kam irgendwie nicht zustande. Null Trinkgeld. Ja, und immer mal wieder Regen zwischendurch, was es nicht einfach macht. So, jetzt habe ich eine Stunde Lunchpause und dann habe ich noch 5 Flüge. Oder 4. Ja, und heute Abend findet dann halt das Barbecue statt. Junge, Junge, Junge. Wir können eigentlich Auto fahren, die Amis. So, ja, aber ich hätte ein paar nette Gäste sozusagen an Bord. Ja, aber aus einem Handshake, ne? Und Applaus und so weiter. Ne, also das wird eine sehr, 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 sehr schwache Woche. Egal, so jetzt ein bisschen Müsli. Nicht so viel, ansonsten habe ich heute Abend keinen Hunger mehr für Steak. Und Hühnchen gibt's und alles mögliche. So, ja. Oh, noch 6-7 Stunden. Dann habe ich eine Woche frei. So, jetzt geht's nach Hause. Also sind wir jetzt erstmal hier. Das Steak war ziemlich gut. Es gab so viel Steak, wie man essen wollte. Mit Bier und allem. Boah, bin ich voll. So. Nichts mehr. So, ab nach Hause hinlegen. Und dann mal gucken, ob ich morgen mit dem Flugzeug wegkomme, aber es sieht sehr schlecht aus. Andere nehmen bereits, 3 Kollegen wollen den gleichen Flug nehmen und haben gerade gesehen und gecheckt. Alles voll. Es wird nichts mehr fliegen. Muss wieder fahren. So, Arbeitswoche vorbei. Total im Sack. Obwohl ich 3 Tage nicht gearbeitet habe. Man muss ja trotzdem früh raus, ne? Und mithelfen hier und da, tanken, Aircraft sauber machen und so ein Mist. Ja, das war trinkgeldtechnisch eine ziemlich armselige Woche. Heute nur ein einziges Trinkgeld. Den Briefumschlag habe ich noch gar nicht aufgemacht. Jetzt haben wir schon 8 Uhr. Gibt, glaube ich, einen schönen Sonnenuntergang hier, aber. Ja, Jan hat mir auch gerade getextet, der hat ja auch gerade die Flüge gecheckt. Gibt nichts. Also nichts ohne Risiko. Und dann muss ich wahrscheinlich Sonntag zurück, um nicht Montag stecken zu bleiben. Und dann fahre ich lieber genau wie letzte Woche morgen schön nach Hus, im Auto, 11 Stunden. Und dann den ganzen Tag am Montag, dann habe ich wenigstens Mittwoch bis Sonntag komplett frei. Und dann mal sehen, ob es aufs Meer geht, Heilbutangeln. Denn da habe ich richtig Bock drauf. Und ja, ich habe einigen Jungs hier versprochen, ich bringe ein bisschen Heilboot mit. Mal sehen, ob das klappt. Boah, bin ich voll. 2 riesige Steaks gegessen. Ja. Ein Briefumschlag hier. A great thank you. Von den einen Passagieren. $60, ja. Dafür, dass ich 3-mal nicht geflogen bin, an 4 Tagen. $300 Trinkgeld. Also so super schlecht war es jetzt nicht.
Okay. Ma. Mal gucken, ob ich hier so einen Film gucke. Ausschlafe morgen und dann nach Kalifornien fahre, denn der Tag morgen ist sowieso im Sack. Ob ich da jetzt um 7 Uhr morgens losfahre und dann irgendwie um 6 Uhr abends da bin oder ob ich um 10 losfahre, wie das letzte Mal, und dann abends um 9 da bin. Macht überhaupt nichts. Aber so darauf wird es wahrscheinlich hinauslaufen, denn Flüge gibt es schon wieder nicht.